Generalpause unter Segeln. Guten Tag. Das ist Professor Pfeifi. Ja, nur mein Arm ist gerade drin. Oh. Ja, noch weniger. Also hier bin ich, genau. Ja, ja, ja. Auch Antonia Bär, auch Henry Wilde. Und schon wieder nur mein Arm. Aber ja, jetzt hier haben wir das Segel. Wir segeln gerade auf der Spree. Und bald wollen wir mit dem Opti, das ist ein Optimist, das ist die kleinste Bootsklasse, und mit dem wollen wir bald ans Meer segeln. Das wird schon ziemlich eng, aber wir wollen es trotzdem machen. Und wir nutzen das, um sehr entschleunigt zu sein. Genau. Und ich bin schon wieder, hier ist meine Hand. Ja. Ja. Und eine. Und wir träumen sehr viel und haben eine Generalpause. Ja, genau. Und ich habe zum Beispiel letztens geträumt, dass ich auf einem Segelboot war und ins Wasser gesprungen bin und getaucht bin unter Wasser. Und dann waren da mehrere Wale. Und es war ganz cool. Ich habe meinen Arm ausgestreckt und hat ein Wal seine Flosse ausgestreckt. Und dann haben wir quasi Flosse gegen Hand gedrückt und konnten dann miteinander kommunizieren über unseren Flosse-Handdruck. Das war total irre. Und dann war ich irgendwie vor dem Wal und hatte so beide Hände gegen beide Flossen von dem Wal. Und dann haben wir so Klatschspiele miteinander gespielt. Und dann bin ich aufgewacht. Hier ist nochmal das Segel. Gerade ist ein bisschen unsteter Wind. Ah ja, jetzt kommt hier eine kleine Böe. Wir sind völlig aus der Zeit. Ich glaube, die Minute ist um. Ach so. Ja, ja. Es kann noch ein bisschen länger sein. Das glaube ich auch. Okay. Ah ja. Ja. Also jedenfalls machen wir Pause von der Produktivität. Vielleicht ist das hier auch eine Performance. Und vielleicht wollen wir auch mit dem Opti die Welt umsegeln. Das wäre auch ziemlich schön. Ja. Ja.